Seit dem 1. Dezember gibt es im Kabelfernsehen der Salzburger AG Fix und Foxy TV. Erst vor wenigen Monaten wurden die Rechte der beiden Zeichentrickhelden von der Witwe des Fix und Foxy-Erfinders Rolf Kauker erworben. Also wir starten mit Little Miss Spider, dann haben wir natürlich Fix und Foxy selber mit den verschiedenen Protagonisten, Oma Eusebia. Jeder, der das jetzt hört, denkt sich, ja, die kann mich auch noch erinnern, oder den Onkel Fax oder das Lupinchen oder den Professor Knox, der sozusagen das Wissensthema vermitteln wird. Und und damit haben wir natürlich die Lupo darf man natürlich nicht vergessen, ganz wichtiger Protagonist, der gerade für die Jungs steht. Und mit denen starten wir als Programm. Die sieben kleinen Monster oder unter anderem Maggie und das Biest runden das Fernsehprogramm von Fix und Foxy TV ab. Gewaltfreies Fernsehen ist den TV-Machern besonders wichtig. Das brauchen Kinder, Thema Kreativität, Thema Vielfalt und eben das Thema Gewalt nicht verherrlichen, sondern im Grunde genommen, also wir haben so Serien wie Rescue Heroes, wo eben Retter als Helden dargestellt werden und das Martialische und Kriegerische in den Hintergrund gerät. Stellt sich jetzt natürlich noch die Frage, warum man einen Fernsehsender gerade Fix und Foxy nennt. Ja, wir haben uns einfach überlegt, es gibt ja international keine Sender außer Rick. Jeder, der Rick kennt, der ist ja auch nach dem Raben Rick benannt. Das ist eigentlich ein Novum, dass man einen Charakter als Sender benennt. Und mit dem hat das eigentlich extrem gut funktioniert, weil wir gerade natürlich auch bei verschiedenen Veranstaltungen, wo dann entsprechend Fix und Foxy auch auftreten, der Sender und die Personen eines sind. Die beiden Füchse sind auch die Moderatoren, die durch das Fernsehprogramm führen. Normalerweise müssten sie für Fix und Foxy TV als Pay-TV-Sender bezahlen. Bei Cablelink ist der Sender gratis im Angebot dabei. Unser Salzburger ist Fix und Foxy so wichtig, weil wir einen gewaltfreien, werbefreien Kindersender mit Fix und Foxy gefunden haben, der uns einen Mehrwert bringt und der nur bei uns gratis ist. Es ist kindgerechte Unterhaltung, die eben von der Salzburger AG als Service zur Verfügung gestellt wird. Seit 1. Dezember 2014 ist Fix und Foxy TV Teil des Kabelfernsehangebotes der Salzburger AG.